Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Felix. Mein Name ist Daniel. Und im heutigen Video präsentieren wir euch das Thema Bohrerschleifen. Wir zeigen euch die verschiedenen Winkel an einem Bohrer. Wir werden einen Bohrer gemeinsam mit euch schleifen. Und am Ende des Videos haben wir einen komplett neu geschliffenen Bohrer, den wir euch gerne präsentieren. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Spaß. Wir beginnen nun mit dem theoretischen Teil, um das Verständnis zu schaffen für die verschiedenen Winkel am Bohrer. Wir gehen die nacheinander durch. Wir beginnen hier mit dem Spitzenwinkel. Diesen gibt es in 90 Grad, in 118 Grad und in 135 Grad. Das sind die Bohrer mit den am häufigst vorkommenden Spitzenwinkeln. 90 Grad sind meistens Vertreter für Zentrierbohrer. Diese gibt es in der Ausführung beschichtet und unbeschichtet. Meistens ist der Werkstoff HSS, gibt es aber natürlich auch in Vollhartmetall. Dann haben wir 118 Grad. Diese Bohrer kommen vermehrt mit als HSS-Werkstoff vor. Diese werden verwendet für weiche Werkstoffe. Sie zeichnen sich durch einen spitzen Winkel aus und dadurch folglich durch einen geringeren Schnittdruck. Sind aber nicht so verschleißbeständig bei harten Werkstoffen. Bei harten Werkstoffen hingegen nimmt man Bohrer mit einem spitzen Winkel von 135 Grad oder sogar noch stumpfer. Dieser besteht meistens aus Vollhartmetall, wird beschichtet oder auch unbeschichtet angeboten und sie zeichnen sich aus durch den hohen Schnittdruck. Dadurch, dass der Spitzenwinkel sehr stumpf ist, gibt es hier einen höheren Druck, den die Maschine auf das Werkstück auswirkt. So, nun werden wir einen Bohrer schleifen. Wir schleifen zunächst den Spitzenwinkel, dass ihr seht, wie wir vorgehen. Wir möchten euch in dem Zuge ganz kurz unsere Schleifmaschine vorstellen. Wir haben uns aufgrund unserer Betriebsgröße eben für eine kleine Maschine entschieden. Sie ist relativ einfach zu bedienen. Und jetzt gehen wir mit euch einfach kurz mal vor, wie wir das Ganze handhaben. Wir spannen hier den Bohrer ein, dass wir die richtige Ausspannlänge haben. Machen fest. Und jetzt haben wir hier diese Nuten. Und die sind die Ausrichtung für die Schneiden. Jetzt drehen wir den Bohrer ein bisschen hin. Das hier ist ein NC-Anbohrer mit 90 Grad aus HSS, also unbeschichtet. Und den werden wir jetzt kurz ein bisschen nachschleifen. Wie ihr seht, haben wir hier schon Verschleiß. Und das Ganze machen wir einfach wie folgt. Wir stellen den Tisch hier auf 90 Grad ein. Nehmen hier unsere Vorrichtung und setzen das Ganze dann drauf. Zuvor müssen wir natürlich hier noch den richtigen Freiwinkel einstellen. Was es mit dem Freiwinkel auf sich hat, zeigen wir euch gleich. Zunächst werden wir aber mal die ganzen Spitzenwinkel mal behandeln und dann nachher geschlossen auf die Freiwinkel übergehen. Wir stellen hier den Freiwinkel ein. Freiwinkel von 9 Grad. Der Freiwinkel ist im Endeffekt der Winkel, den Bohrer nach hinten jünger macht. Wir spannen das Ganze ein. Starten noch den Motor. Und dann können wir eigentlich loslegen mit Schleifen. So, der Zentrierer ist eingespannt. Hier haben wir noch eine automatische Kühlung der Schleifscheibe. Gut, da drin ist Wasser drinnen. So, der Zentrierbohrer wäre schon mal fertig. Wir testen ihn später nochmal an der Bohrmaschine. Ist ein Bohrer mit Durchmesser 22, dass man den Schleifverlauf besser sehen kann. Wurde eben wieder eingespannt. Einzigster Unterschied zum NC-Anbohrer ist der, wir schleifen jetzt hier die Primärphase und dann die Sekundärphase. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Der Winkel ist schon eingestellt. Wir kontrollieren mal kurz den Verlauf
Wir sehen hier diese schattige Fläche. Das heißt, es wird weggeschliffen und es passt soweit. Jetzt machen wir hier weiter, lassen wir die andere Seite auch noch schleifen und dann widmen wir uns der Sekundärphase. Wir sehen auch hier wieder die gleichmäßige Fläche, die sich hier ausbreitet. Somit können wir jetzt übergehen und die Sekundärphase schleifen. Um euch nochmal zu visualisieren, hier diese Fläche, die jetzt weiß markiert ist, und diese Fläche. Diese beiden Flächen haben wir jetzt geschliffen, indem wir die Vorrichtung einmal bei 0 Grad und dann wieder um 180 Grad geschwenkt haben, haben wir das geschliffen. Die Flächen hier sieht man auch schön. Das hier ist jetzt der Spitzenwinkel von 118 Grad. Und der Winkel, der jetzt hier so hinter raus geht, die Schräge dieser Fläche, ist der Freiwinkel. Den Freiwinkel haben wir vorher mit 9 Grad eingestellt. Und jetzt werden wir hingehen und hier diese Fläche und auch diese Fläche hier schleifen. Das sind die sogenannten Sekundärphasen. Die beiden Flächen, die wir vorhin geschliffen haben, sind die Primärphasen. Jetzt haben wir hier den Tisch geneigt um 90 Grad. Ungefähr nahezu eben gebracht. Jetzt gehen wir hier an diesen Arretiernasen, gehen wir auf das S für Sekundärphase und schleifen jetzt so lang, bis sich die beiden Flächen oben treffen, dass wir den sogenannten Vier-Facetten-Schliff bekommen. Dieser Schliff ist für Bohrer sehr gut geeignet, da sich diese dann besser zentrieren. Und natürlich haben sie den Nachteil, dass man hier die Querschneide nicht besonders gut ausspitzen kann. Aber das werden wir gleich sehen, wie das an einem Bohrer aussieht. Seht ihr Leute, der Felix gibt heute alles. Langsam erkennt man, dass man hier diese Fläche, die jetzt hier so schimmert, wo mein Fingernagel drauf zeigt, das ist die Fläche der Sekundärphase. Die müssen wir jetzt schleifen, bis diese Fläche hier oben die Primärphase trifft. Das dauert jetzt einen Augenblick. Jetzt sind wir fertig mit Bohrerschleifen. Wir haben jetzt hier komplett vier Facetten. Hier Primärphase 1, Sekundärphase, Primärphase, Sekundärphase. Somit haben wir einen Vier-Facetten-Bohrer, der sich durch eine hohe Zentrierfähigkeit auszeichnet und durch eine hohe Maßhaltigkeit, weil eben die Spitze des Bohrers exakt in der Mitte liegt. Und nun werden wir für euch Tests fahren. So Leute, wir kommen nun zur Testphase. Hier haben wir den Zentrierbohrer mit 90 Grad eingespannt und haben hier ein Flachmaterial, ganz normal aus Stahl, und werden hier ein paar Bohrungen durchführen und später ganz normal mit dem Messschieber mal kontrollieren. Genau. Wir beginnen mit dem Zentrierbohrer. Nun fertigen wir die Bohrung mit dem Hartmetallbohrer. Wir haben jetzt die Bohrer geschliffen, wir haben sie eingespannt und gebohrt und jetzt kontrollieren wir am Schluss nochmal die Bohrungen, ob sie auch, wie wir es uns erwartet hatten, rund sind und auch gut ausgeprägt sind. Wir haben zum einen mit dem Zentrierbohrer beide Bohrungen jeweils vorzentriert. Das hat soweit gut funktioniert, man hat es auch an den Spänen gesehen, die sind schön, wurden schön geformt. Und dann haben wir mit einem 5,9er Bohrer die beiden Bohrungen gefertigt, um einfach zu prüfen, passt es, was wir uns erwartet hatten. Wie ihr seht, sind wir da. Sind wir genau bei 5,9. Das heißt, unser Bohrer
war über die ganze Bohrungen hinweg gut in der Mitte. Das heißt, die Spitze war schön mittig und auch der breitere Spitzenwinkel von 135 Grad hat der Sache keinen Abbruch getan. Den großen Bohrer mit 118 Grad, den konnte man jetzt leider nicht spannen in unserer Bohrmaschine. Hierfür hatte man kein geeignetes Spannfutter. Aber dieser Bohrer war durch seine Größe gut, um einfach die Phasen und die Winkel zu erklären. Und ich würde sagen, das hat uns ganz gut gepasst. So Leute, nun sind wir wieder am Ende unseres Videos angekommen. Die Bohrer sind nun wieder frisch geschliffen und einsatzbereit. Und somit sind wir auch mit dem Thema durch. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr weitere Themen haben, für die wir ein Video erstellen dürfen, lasst uns das wissen in den Kommentaren oder schreibt uns an. Und denkt bitte an uns, gebt uns einen Like-Button und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.